Hi. Servus. Hallo, wir sind's wieder. Herr Gnampf. Und Frau Gnampf, aka Verena und Matze, heute mit... der Degustebox vom Monat April. Ja, exakt. Unsere liebste und auch einzige Foodbox. Ja, bitte, ich überreiche dir mal das heilige Heftchen. Was ist das Motto der Box diesmal? Das Motto der Box. Einmal squeeze für jeden Biss. Nein, ist aber nicht das Brunch Motto. Und Lunch. Und hier das Produkt des Monats ist auch schon genau was für dich. Passt zum Brunch. Und zwar von Vitalis ein Salted Caramel Style Müsli. Habe ich so noch nicht gegessen, Salted Caramel Müsli. Nee, wir haben aber witzigerweise bei Rewe eine Packung Salt Caramel Bits geschenkt bekommen, so als Cornflakes. Deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, dass ich hier schon wieder Salted Caramel in meinen Frühstückszerealien habe. Aber ja, okay, was denkst du, wie viel kostet's? Ich glaube, 4 Euro kosten die Müslis. Ja, 3,99 wird angegeben. Dann habe ich hier ein Produkt, das ist... Ist das dreckig? Aus, das ist hier unten ist so bräunliche Sachen. Ich glaube, ich weiß, woher es kommt. Auf jeden Fall, hier haben wir von Grafschafter Goldsaft und Apfel. Und das ist ein Brotaufstrich, also ein Fruchtaufstrich aus Zuckerrüben und Äpfeln. Und ich bin kein Fan von so Zuckerrüben-Sirup. Das source ich aus an andere. Darfst du gern essen, mein Schatz. Ja, schmeckt doch gut. Zuckerrüben. Sirup. Vielleicht schmeckt es in der Kombination mit Apfel. Muss man probieren. Wer weiß. Was denkst du, was so kostet? 2,89 €? Nein, 1,99 €. Oh, das ist aber relativ günstig. Hätte ich echt teurer geschätzt, muss ich sagen. Ja, schau mal, hier ist was für dich. Was haben wir denn hier? Eine Marmelade von Marmeladen. Sehr gerne. Mühlhäuser. Und zwar Himbeere in Premium-Qualität. Hätte auch noch Erdbeeren und Aprikose gegeben, aber da sind Stücke drin, ne? Oder? Sieht so aus, ja. Da sind Stücke drin. Ja, Kärnchen. Aber nicht so aber viele. Aber kleine. Geht. Weil ich mag das immer nicht, wenn da so Himbeerstückchen drin sind. Aber ja. Was denkst du, wie viel kostet sie? Das Premium-Qualität ist 2,99 €. Nein, 1,79 €. Marmelade ist immer gut. Ich glaube, wir hatten zwar in der letzten auch erst eine Marmelade drin gehabt, aber ja. Kommt weg. Mühlhäuser kennen wir noch nicht, deswegen. Dann nehme ich mir mal was raus. Hey, du dürftest die gerade vorstellen. Ich bin dran. Ja, rausnehmen. Hier haben wir was, das hatten wir erst in den Campus-Tüten drin gehabt, und zwar Mate. Dieses Mate-Tee-Getränk. Koffein soll dran sein, es schmeckt so lala, finde ich. Man kann es trinken, aber ist jetzt nicht der Hit. Was denkst du, was es kostet, wenn man es kaufen würde? Kosten die 1,49 €? Nein, 99 Cent. Okay, gut. Dachte irgendwie, das wäre teurer. Jetzt darfst du dir was rausnehmen, mein Schatz. Ich dachte, ich bin so nett und gebe dir was, aber nein. Nee, muss ich das selber rausnehmen. Nee. Und zwar haben wir hier Eibar Squeeze Milk. Schön. Von Potravka. Vor dem Gebrauch gut schütteln. Das ist, glaube ich, auch das Produkt auf der Rückseite. Genau, das hier ist nochmal. Ja, Alba ist ja so eine, wie nennt man das denn? Gewürzpaste? Also wir haben es im Glas da, ne? Gemüsezubereitung mit Paprika und Auberginen. Ja, wir haben es im Glas da und ja, jetzt haben wir es auch zum Squeezen. Finde ich gut. Ja, ist witzig. Dann nehme ich das raus, bei dem ich denke, es kommt, es hat den Goldsaft dreckig gemacht, denn hier ist auch schon ein Riss da oben drin. Hier. Na, dann würdest du es auch gewesen sein. Ja,
und es ist auch ja, brauner, also braunes Pulverchen. Dann, es wäre von der Wert ein Haferporridge gewesen, Schokolade mit Kakaonips für die Tasse. An sich cooles Produkt auf jeden Fall, was muss man da machen? Ja, warme Milch. Och, wisst ihr was, ich glaube, das könnte ich mir sogar später. Ist ganz positiv, weil denn, es was, ist jetzt offen und dann... Ja. Was denkst du denn, was ein so ein Mini... Porridge kostet. Ah, 1,49. 39. 10 Cent verschätzt. Gut geraten. Na gut, dann bitteschön. Du darfst wieder, wenn ich dir nichts reichen darf. Ah, wir haben zwei solche Mini... Ah, da ist noch eine. Wir haben noch eine. Interessant. Oder sind es verschiedene? Also das hier wäre Chocolate Chip. Und das hier ist auch Chocolate Chip. Ja. Dreimal das gleiche also. Also die Cliff Bar Riegel, die hatten wir schon oft mit drin. Die hatte ich in der Trend Raider Box, war nicht schon mal mit dabei. Ich glaube mehrmals sogar in Brigitte Box waren sie, glaube ich, auch schon mal. Also die sind uns gut bekannt. Mhm. Ja, wie viel kosten die? Was denkst du denn? 99 Cent? Nee, 1,39. Okay. Haben mich übrigens vertan, das Porridge kostet 1,49. Du hattest also recht gehabt. Ha! Tja, das siehst du mal. Ja. Gut geraten. Ja, okay. Dann als nächstes ich. Und ich ziehe das hier raus. Und zwar ist das von Santa Maria. Thin and Crispy Pizza Tortilla. Make your own pizza in 50 minutes. Okay, also es scheint ein fertiger Pizzaboden zu sein, obwohl es ja eher Tortilla ist, ne? Aber du sollst die Tortilla anscheinend wahrscheinlich dann belegen wie eine Pizza mit ja, Tomatenmark und deinem Favorite Belag oder so. Genau. Steht da eine Anwendung. Der Pizza Tortilla dient als fertiger Pizzaboden und macht es einfach und schnell möglich, zu Hause dünne und knusprige Pizzen zuzubereiten. Die Pizza Tortilla mit der Santa Maria Pizzasoße bestreichen, mit deinen Lieblingszutaten belegen und 5 bis 8 Minuten im Ofen backen. Fertig. Ja, steht auch drauf, im unteren Teil des Ofens 250 Grad, ca. 5 bis 8 Minuten. Ja, ist okay, ist halt, ich schätze mal, wie lange ist das haltbar? Wird länger haltbarer sein als so ein fertiger Pizzateig, der im Kühlschrank sein muss. Ja, hält sich bis Juli, ne? Ist halt, wie gesagt, eine haltbarere Alternative zu so einem frischen Hefeteig. Ist cool, ja. Mhm. Ich bin mir sicher, man kann es auch ohne die Santa Maria Soße machen und mit normalem Tomatenmark oder so. Nee, du musst. Ich reiche dir jetzt mal das da, auch wenn du nichts gereicht haben möchtest. Was könnte das denn sein? Na, vielleicht die irgendeine Flasche? Möglich. Genau. Nein! Wir haben eine andere Soße, oder? Ein Caesar Dressing von Mr. Low & Co. Ja, good looking taste. 0% Zucker und 0% Fett. Glutenfrei, okay, ja, gern. Ne? Halt, kannst du über einen Salat tun? Da hat es 3 verschiedene Varianten gegeben. Und zwar einmal Honigsenf. Wäre auch gut. Caesar. Haben wir. Balsamessig. Na, Balsamico. Na, dann freue ich mich schon über das da. Thousand Island, Thousand Island oder Johannisbeere. Das sind die Sorten, die es gegeben hätte. Ah ja. Und wir haben Caesar Dressing. Ja, finde ich gut. Ja, passt. Auf jeden Fall. Naja, dann... Was denkst du denn, was so ein Dressing kostet? Das ist bestimmt nicht günstig. 2,89 €? 2,99 €. Dann habe ich hier eine schöne große Flasche. 0,0% Alkohol, ein alkoholfreier Hugo von Lightlife. Finde ich auch gut. Ne? Ich trinke gern Hugo. Ich mische mir den zwar gerne frisch, also mit selbstgemachtem Holunder-Sirup und so, aber die in den Flaschen kann man auch alle trinken, finde ich. Habt jetzt noch keinen erlebt, der nicht gut schmeckt.
Was denkst du denn, was der Hugo kostet? 3,98 Euro. 3,49 Euro. Und hier hinten auf der Rückseite ist mal wieder ein Rezept abgebildet. Gebackener Camembert, wo man den Hugo braucht. Ja, trinken wir jetzt zusammen das letzte Produkt für dich. Das könnte dann wahrscheinlich die Soße sein für unseren Pizzateig. Aber da gibt es aber auch verschiedene. Ja, ja. Verschiedene, ja. Ich glaube 3, oder? 4. 4 sogar. Was haben wir? Barbecue-Soße. Hier. Und welche? Es gibt 2 Stück. Es gibt Smoky Hickory und Honey and Soy. Honey and Soy haben wir. Okay. Du klingst sehr begeistert. Ja, Honig und Soy ist doch Soja, oder? Ja. Ja, man hätte eine leckere, rauchige Soße haben können. Jetzt haben wir Honig und Soja. Naja. Asiatisch beeinflusste Barbecue-Soße, Honig und Soja. Mhm. Eine herzhafte Barbecue-Soße mit einem Hauch von süß-rauchigem Geschmack. Ausgezeichnet zu Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Fisch, Meeresfrüchten, Tofu und Gemüse. Ja, das ist halt jetzt, sind jetzt Barbecue-Soßen. Für auf die Pizza drauf, als Pizzasoße hätte es eben Tomato and Herbs gegeben. Ja, was du halt draufklatschen kannst in so einem Squeezy-Ding. Oder Garlic and Onion als cremiges Pizzatopping, wäre auch spannend gewesen. Ja, und eben von den Soßen hättest du eben haben können Smoky Hickory oder Honey and Soy. Ja, und wir haben halt Honey and Soy. Naja. Ausprobieren, wenn es steht, es ist irgendwie so asiatisch fruchtig, ist vielleicht was für einen Burger, steht ja auch da. Mhm. Das ist für Burger, ich würde es meistens auf die Pizza tun. Fleisch. Ja, auf die Pizza würde ich es jetzt auch nicht unbedingt tun, dann kauft man eine andere. Aber auf den Burger Tomaten, also oder zum Grillen, Tomaten sein. Wer es gerne rauchig mag. Ja. Rauchig süß, denke ich. Man muss sie probieren, ich will jetzt nicht allzu voreingenommen sein. Vielleicht schmeckt sie ganz gut, auf jeden Fall. Ich glaube, die anderen hätte ich zwar interessanter gefunden, aber ja. Für die Pizza auf jeden Fall. So, wie ist denn unser Fazit jetzt? Was würdest du sagen? Passt. Ist okay. Ja, ist jetzt nicht meine Favorite Box. Na, das ist nett. Aber war eine ganz annehmbare Box, würde ich sagen. Ja, ich finde die Entdeckung von diesem Pizzateig, diesem länger haltbaren, eigentlich ganz nice. Muss ich sagen. Und auch der Eiweiß in der Squeeze-Flasche ist cool. Ja. Doch, das wären so meine Highlights. Hm. Ne? Es ist eine brauchbare Box. Die Produkte sind okay. Ich jubiliere jetzt nicht über eines besonders. Ja. Jo. Kriegen wir aufgebraucht, würde ich behaupten. Ja. Na gut. Auf jeden Fall. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr das so fandet, den Inhalt der Box. Schlecht, gut, was ist euer Lieblingsprodukt? Was ihr so zur Box denkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder falls ihr es noch nicht getan habt und ihr zum ersten Mal hier seid, vielleicht ein Abo, freut uns auch mega, würdet ihr uns auch total unterstützen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Servus. Macht's gut. Ciao.